Schnibbel den Schnapp und hallo Rio und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 16 im Karrieremodus mit mir, dem Nefkara auf Legende und dem FC Everton. Und ich denke, ihr habt bestimmt schon den neuen FIFA 17 Trailer gesehen, beziehungsweise den ersten Reveal Trailer. Und ihr habt gesehen, dass FIFA 17 mit der Frostbite Engine funktionieren wird, wie auch immer. Frostbite Engine. Und man hat Jogi Löw als Trainer am Seitenrand gesehen, glaube ich. Das ist der Shit. Also ich freue mich. Ich reg mich zwar ab und zu über die FIFA Engine auf, aber eigentlich ist die ja eine gute. Ja, zwar ihre kleinen Fehlerchen. Ich freue mich übrigens, wenn FIFA sich irgendwann wirklich anfühlt, also wenn alle Spieler sich so bewegen wie echte Spieler. Das wäre richtig geil. Ah, Milan nach Man City. Wir spielen gegen Man City, also einer harten B11. Ganz einfach. Weil gegen Man City spielt hier eigentlich keine Rolle. Hübsche Auswärtstrikots, aber ihr spielt in den Dritttrikots. Wir werden zu Hause super hart B11 spielen. Wirklich super hart B11 hier. Scheiße, kein Luciano dabei. Abilar heute in der Startelf neben Rogier, Berardi, Mendes, Ortega, Mastur spielt nicht, Noah spielt, Stones, Clark. Also wirklich das, was da so geht an Ersatzspielern. Handstrip ist gar nicht fit, Aurelio aber. Funes Mori noch dabei. 1,85, auch halt nur 1,85 groß, ne? Wir hatten ja darüber mal geredet. Richtig groß, nur leider kein bisschen Talent. Im rechten Mittelfeld wird dann Little noch rankommen. Besic wird wahrscheinlich heute übernehmen für Beli. Tosun sieht müde aus. Hans wird Karabue. Und Besic haben wir ja noch. So, Besic, Little, habe ich den schon dabei? 54 Punkte Little, spielst du schon? Bist du schon auf der Bank? Ja, bist du schon. Dann kommt noch, wen packe ich noch auf die Bank? Arnos eher nicht, Lennon noch. Ich wünschte, aber wir bräuchten halt auch noch einen, wäre cool. Werden wahrscheinlich wirklich bald noch einen haben. Besic ist ja momentan in Form, Karabue auch. Darby spielt nicht mit, sondern Holgate natürlich wie immer in der Verteidigung und Molina spielt heute für Moore und Moore spielt gar nicht mehr. So, Ponzerera heute von Beginn an gegen Manchester City, das wird ein Spiel, wir spielen defensiv heute. Wir können werden Probleme haben schon so oder so. Starkes Ding. Der FC Everton empfängt im Goodison Park Manchester City. Ach, und noch eine kleine Neuigkeit. Und zwar, die Chinesen haben sich Inter Mailand geholt. Für 270 Millionen konnte sich ein chinesischer was auch immer Club, was auch immer, bla bla bla, konnte sich da 70% Anteile kaufen. Von Inter Mailand. Holy crap, bitte nicht. Verwurstet uns nicht den Fußball komplett. Ich meine, klar ist Fußball inzwischen Kommerz, aber ein bisschen will ich schon Tradition haben. Ich könnte natürlich beste Heimbilanz, zwei Niederlagen in 17 Spielen nur. Die könnten ja... Was könnten die denn? Könnten richtig geil auf Jugend setzen und so ein Inter Mailand zu großer Stärke bringen. Ich denke aber, das wird nicht so gemacht. Ich denke, da wird ordentlich Geld ausgegeben. Richtig ordentlich. Oh, FIFA 17 freue ich mich schon tierisch. Aber ich mag FIFA 16 eigentlich auch sehr gerne. Ich habe 210 Spielstunden in FIFA 16. Das ist viel eigentlich. Liegt halt daran, weil ich noch eine Parallelkarriere habe.
Ich weiß gar nicht, wie Man City heute auftreten wird. Bin ja mal sehr gespannt. Rougie ist ein Mann, den man niemals unterschätzen darf. Der ist sowas von gut am Ball. Und Holgate darfst du defensiv nicht abschreiben. Drin. 1-0. Ja, das ging schnell. Wir werden vielleicht sogar abkacken. Ja, richtig abkacken. Aber scheiß drauf, echt. Das war Alaba. Ich bin nicht rangegangen, hab den laufen lassen. Mendes Ortega. Einmal bitte ins Niemandsland. Gibt auch keine Wiederholung zu dem Schuss. Man City hat uns auch im Hinspiel übrigens schon besiegt. Das einzige Team, was uns doppelt bezwungen hat. Diese Saison. Sphäre. Eine gute Ballkontrolle und ist ein relativ fixer am Ball. Parabue. Parabue. Abila, Molina, Rougie am ersten, Rougie am zweiten, Ponsviera abgefälscht, hart abgefälscht und ich wechsle übrigens jetzt das erste Mal schon aus. Karabue spielt schrecklich, genau dasselbe gilt aber auch für den Mann daneben, also für den Zehner. Wow. Ich vergesse immer, dass Besic total scheiße ist für seinen Wert. Das ist richtig kacke, wenn man sowas hat als Spieler. Wir haben so viele Spieler, die so unglaublich passscheiße sind. Mendes Ortega gehört nicht dazu, zum Glück. Na, will ich machen. Kurz mal geguckt, wo wer steht. Schöner Tritt von hinten in die Beine rein und es wäre nichts mehr gegangen, wäre durch gewesen. Man City ist besser als wir. Viel, viel zu stark. Und viel zu schlechte Spieler auf dem Platz. Aber Man City kennt das Spiel. Wir sind zu schlicht. Clark ist immer zu weit weg vom Gegenspieler. Gerade eben war ich das natürlich schuld, aber er ist auch häufig selbst dran schuld. Und Stones. Mann, für viele Fehler. Besic generell ein sehr schwacher Spieler. Wenn der am Ball ist, sieht man nicht, dass er 80 hat. Über 80. Ist der beste Mittelfeld, den wir haben. Und jedes Mal, wenn er am Ball ist, siehst du nichts davon. Gar nichts. So traurig. Rougie! Ja, siehst du, genau das ist das, was ich gemeint habe. Weil er ist richtig stark in die Zweikämpfe, wenn er denn mal was macht.
Wie das letzte Mal spiele ich hier wieder mal mit der B11. Ich habe gegen Man City auch das letzte Mal mit einer B11 gespielt und da auch total alt ausgesehen. Dafür ist Man City viel zu gut und wir sind viel zu beschissen. Und deswegen, da wird ja noch ordentlich was gemacht. Von denen, die vorne stehen, spielt ja dann keiner mehr in der nächsten Saison. Konzia kann natürlich nichts dafür, unser Torhüter ist zu klein. Hat beim Gegentor schlecht ausgesehen, aber da kann er eigentlich wirklich wenig dran machen. Der war, glaube ich, auch richtig gut getreten und alles. Noah spielt scheiße, Besic spielt scheiße. Aber es sind halt immer dieselben. Gerade auch wieder dieselbe Aktion. Da war Frust drin und das ist auch rot, ja. Das ist auch rot. Ich dachte, ich krieg den Ball von der Seite. Nein, rote Karte. Schlechter Fußball ist schlechter Fußball. Und wie beim letzten Spiel gegen Man City gehen wir auch heute Hardcore baden. Ja, scheiß drauf. Noah spielt weiterhin beschissen, als gibt's kein Morgen. Bougie, bester Mann auf dem Platz bei uns. Einziger Spieler mit Torschuss. Ponzriera, viel zu häufig, viel zu faul. Gut, den Ball abgegrätscht. Wir wechseln. Noah hat auch total versagt. Und tschüss. So, und dann mal schauen, was die zweite Halbzeit so bringt. Noah hat halt versagt. Abila hat versagt. Das sind halt die typischen Spieler, die bei uns immer wenig bis gar nichts gezeigt haben, spielerisch. Ach, keine Chance. War schlecht gespielt. Brauche ich mir nichts einzureden. Ich habe da keinen einzig guten Spieler gesehen. Abila spielt unterirdisch, genau wie die beiden, die ausgewechselt sind. Und die rote Karte unterirdisch, unterirdisch, unterirdisch. Ich habe aber nicht mehr viel Auswechselmöglichkeiten. Little kommt rein. War Pech. Abila hat eh scheiße gespielt. Schlechter kann es der 17-Jährige eh nicht machen. Auch wenn er nur 57 hat, spielt er eine deutlich stärkere Saison. City klug. Foult nicht. Provoziert keinen Elfmeter. Viel zu lahmarschig der Spieler. Clark macht's falsch, Stones viel zu schlecht. Easy peasy das Spiel gelaufen. Aber wie gesagt, ist ja nicht so dramatisch passiert. Wir haben halt wieder eine beschissene Startelf aufgestellt. Und gegen City kannst du keinen Scheiß aufstellen. Funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Scheiße, macht sich hier nicht gut. Ich glaube, wir können gar nicht mehr wechseln. Nein. Aber ich habe halt nur Schrott auf dem Platz. Und das ist halt wahr. Clark ist unterirdisch. In der Saison hat er nicht einmal gut gespielt. Ja, doch, hat er einmal halt gut gespielt. Ist halt für City leicht, so zu spielen. Ne? Vor allen Dingen ein Mann mehr. Dann sind wir noch total beschissen am Spielen. Alter. Das geht, ich komme nicht hinterher, ich kann nichts machen. Der eine Spieler mehr, das ist halt total krass. Es ist, als wäre unsere Mannschaft Luft. Das ist super stark gespielt. Und dann Alaba mit dem schwachen Fuß. Na klar, den haut er auch sonst immer da in den Winkel.
Wir spielen scheiße. Wir spielen immer scheiße mit B11. Wir können halt nur gegen schwache Mannschaften mit der BF was machen. Bisic ist unglaublich mies als Sechser. Der kann auch gar nichts. Der ist total nutzlos als Spieler. Das war auch, wie gesagt, ich will ihn ja schon die ganze Zeit weg haben, aber den will halt keiner haben. Wer will denn schon so einen Spieler haben, der keine Pässe, kein gar nichts macht fürs Team? Richtig, niemand. Na, das war ein Frustfoul, weil einfach sollte zumindest eins werden. Mendes Ortega macht halt nichts mehr fürs Spiel. Aurelio! Der hat einen Schuss. 1:3. Na, vielleicht gehen wir doch noch nicht auf. Na, aber wir haben immer noch nur Idioten auf dem Platz. Damit spielt sich's halt immer noch schwer. Das stimmt natürlich nicht ganz. Wir haben keine total Schwachmaten auf dem Feld, aber teilweise haben wir dann doch total Schwachmaten auf dem Feld. Das sind so schlechte Ballannahmen. Wenn sich keiner bewegt, kann ich halt nichts machen, ne? Muss dich bewegen, Junge. Und hier Stones wieder schwach. Ganz, ganz schwach. Hebt jederzeit, jede Minute das Abseits auf. Um immer wieder dem Gegenspieler das Ding gefährlich zu machen. Hier steht so scheiße, ne? Unglaublich. Ich hasse Holgate. Musste mal erwähnt werden, dass ich den Typen zum Kotzen finde. Danke. Bisic kann eigentlich gar nichts. Das hat ein großes Problem mit einem Spieler, der absolut gar nichts kann. Nicht schießen, nicht passen. Das ist richtig behindert. Ich bin immer begeistert davon, wie scheiße unsere Ballannahmen heute sind. Das ist echt der Shit. Und wieder ein Riesenbolzen. Ach, machst du doch die ganze Zeit. Und noch ein Fehler von Clark. Ist eh schon vorbei, weil wir unglaublich beschissen spielen. Wir spielen durch die Bande weg. Unglaublich beschissen. Ich hasse Bisic, wenn er den Ball berührt, ne? Das ist einfach nur Beschiss.
Dieser Schwachkopf von Besic. Ich hasse ihn. Transferliste. Ach, ich möchte mir das eigentlich gar nicht angucken. Die haben schöne Tore geschossen, Man City. Besic ist... Das ist mir egal, dass er eine 7er Rettung hat. Der war trotzdem unglaublich kacke, war der. In den Situationen, wo ich den gebraucht habe, war der dann trotzdem nicht da. Noah, Karabui, Stones, Clark, das sind alles keine guten Spieler. Und Man City gewinnt halt das zweite Spiel gegen uns schon wieder. Steht aber auch gar nichts richtig zum Kotzen, ey. Naja, egal. Machst halt nichts. Schlechte Spieler sind halt schlechte Spieler stellenweise. Und dann spielen die halt auch schlechte Leistungen noch. Ponsriera konnte sich wieder ein bisschen verbessern. Luciano und Billy auch. Das ist schön. Wenigstens das klappt bei uns. Und wenn jetzt das Ligaspiel Europa League hier klappt, ist alles okay. Dann scheiße ich drauf, dass wir gerade eben total abgekackt sind wieder. Aber wir können ja hier mal die Wertungen gucken. Die sind unglaublich schlecht. Leute, teilweise. Wo haben wir es denn? Hier, 6,3 ist auch schon richtig mies. 6,4, ja, Stones ist komplett schlecht gewesen. Diese Saison, der ist auch immer noch auf die Transferliste. Kann ich mir einen anderen Ersatzverteidiger noch holen. Besic ist auch schlecht, richtig schlecht von unseren Sechsern, aber Karabui ist halt immer noch schlechter. Aber er ist halt jung, ne? Karabui ist halt jung. Ponsriera? Der kann eigentlich wenig dafür. Clark, eine 6,2, spielt halt eine fürchterliche Saison. Und Aurelio? Steigert sich langsam rein. Hier 3-1, da ist halt wieder derselbe Verein wie vorher auch. Sind halt wieder die Citizens. Aber an dieser Stelle möchte ich mich von euch verabschieden. Das war FIFA 16 im Karrieremodus mit mir, dem FK Rauf Legende und dem FC Everton. Und wir sehen uns morgen wieder dann gegen den AC Mailand. Bis dann, wünsche euch alles Gute, Leute. Haut's rein. Ciao, ciao.